Willkommen zu einer neuen durchschlagenden Folge von Miss Survival. Schön, dass du eingeschalten hast und vielen Dank an alle Bildschirmbewunderer und Zuschauer, die meine letzten Videos geschaut und bewertet haben. Solltet ihr das nicht haben, dann könnt ihr einfach mal auf den Kanal gehen. Da gibt es genug Videos und eventuell vielleicht einen saftigen Kommentar oder Abo dalassen. Ja, Leute, ich musste neu starten bzw. neu laden, weil sich das Auto in der letzten Folge so festgefahren hatte, da ging gar nichts mehr. Deswegen habe ich mich bis jetzt hier vorgekämpft und heute steht die Folge unter dem Stern auf Plündertour. Wir werden nämlich heute eine Runde plündern, eine Runde Zombies hauen und looten, was das Zeug hält und werden uns dann mal langsam weiter durch die Stadt vorarbeiten. Ja, da seht ihr schon ein paar Zombies, die da rumhängen. So, erstmal Machete und Schild nehmen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Essen? Essen sieht auch ein bisschen schwach aus. Ja, durch das Schild durchgehauen. Das liebe ich ja. Natürlich, klar. Durch das Schild durchgehauen. Okay. Da würde ich mal kurz das Messer nehmen. Lass mal rennen hier. Den haben wir auch, okay. Wo steckt dieser Kleine? Ach, der steht da rum. Gut, da glaube ich, nehmen wir mal den Bogen. Ja, klar. Wunderbar. Ein Schuss und der fällt nicht um. Das ist ja interessant, weil normalerweise steht bei der Beschreibung der Pfeile in Verbindung mit einem langen Bogen sollte es ausreichen, eine Person zu töten. Aber scheinbar Zombies nicht. Ja, sind ja auch keine Personen, sind ja Zombies. So, Equipment, da müssen wir mal kurz wieder Pfeile hinzufügen. Dass wir wieder unsere 7 Pfeile haben. Axt, ja gut, das haben wir jetzt. Wir packen mal die Axt wieder rein. Salz haben wir auch, das ist sehr schön. Was ist bei dem hier? Oh, der hat noch Zucker und Klebeband. Der hat gar nichts, gut. Dann arbeiten wir uns mal durch das Haus. Ein Kühlschrank, der sieht auch nicht mehr ganz sauber aus. Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Nix in der Küche. Kann man da noch irgendwas nehmen? Nee, ne? Da auch nicht. Oh, hier ist ein Koffer. Oh, den nehmen wir natürlich mit, den Koffer. Der bleibt natürlich dann auf dem Auto. Koffer können wir immer gebrauchen. Ja, lässt sich nur nicht anheben. Jetzt fliegt er durch die Gegend. Ein bisschen störrisch ist er heute. Den stellen wir mal draußen hin. Den nehmen wir dann gleich mit. So, wo geht's denn hier hinten noch lang? Ach, da war alles zu. Gut. Das soweit auch. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da auch nicht und da auch nicht. Gut. Hier ist eigentlich gar nichts, ne? So wie man das sieht. Home Cooking. Kuchen. Was sind das? Pies. Irgendwas mit Pies. Irgendwelche Apple Pies. Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Oh, habe ich einen Crowbar bei? Ah, der ist unten im Auto, glaube ich. Ich weiß, dass ich eins mit habe. Ich habe mich ja gut ausgestattet. Ein Crowbar. Hier ist es ja. So. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen Essen finden. So. Sehr schön. Oha. Hier ist etwas rot auf dem Boden.
Oh, was liegt da? Munition, Revolver, Ammo. Und wo ist der Revolver dazu? Da ist nichts weiter drin. Gut, gehen wir mal weiter. Muss auch ein bisschen aufpassen. Mami, Daddy und die Kinder. So, da ist auch nichts drin. Das Kinderbettchen. Also hier ist definitiv einer lang geschliffen worden. Meistens, wenn da so eine Spuren sind, ist da meistens auch ein Zombie in der Nähe. Kann man das Ding jetzt auseinandernehmen? Ja, dann nehmen wir noch mit. Holzplatten. Können wir gut gebrauchen für die Barrels. Ich glaube, die Barrels brauchen das auch. Können wir hier noch irgendwas kaputt machen? Nee, ne? Jott. Glaube, ich habe alles. Glaube zumindest zu wissen, dass ich alles habe. So, ist hier noch irgendwo was drin? Nee. Gut. Vielleicht hier noch. Gut, hier liegt auch nichts mehr. Wie sieht's hinterm Haus aus? Wieso ist eigentlich hier diese Tür zugenagelt? Und was ist das hier? Sind das Fensterscheiben oder? Scheint irgendwie ein Bug zu sein. Jott. Nehmen wir mit. Kriegen wir noch irgendwie drauf. Also wenn man so weitergeht, dann sind wir bald richtig voll bis oben hin. Aua, aua, aua. Ja, ist klar. Moment mal. Da ist doch keine Bodenwelle. Ach, jetzt ist da wieder so ein Pappkarton. Das ist doch nicht wahr. Also rückwärts will er ja gar nicht fahren, ne? Also rückwärts hat er ja totale Schwierigkeiten. So. Jott, kommen wir hier noch irgendwie durch? Ja, Gott, sind wir durch. Oh, hier stehen noch Autos. Da hinten waren auch noch zwei Autos, die müssen wir auch noch plündern. Moment mal. Nehmen wir Schrotmuni? Na, das ist zu wertvoll. Ja, komm schon. Ja, renn mal zurück. Also reicht nicht. Ein Pfeil reicht nicht für einen. Man braucht zwei Pfeile. Der hat den sogar noch im Kopf stecken. So gut. Den machen wir mit der Machete. Oh, da sind ein paar mehr. Ah, Moment mal. Mach mal mit dem Messer. Wow, da sind aber viele. Ah, okay, er hat mich gesehen. Hat er mich gerochen oder was? Ja, wie viel denn noch? Okay.
So, den haben wir. Warum nicht gleich so? Gut, der geht da unten lang. Dann nehmen wir mal die Pfeile hier. Hat er eine Kartoffel bei? Ist er dort nicht wahr, ne? Kartoffel hat er bei. Wie viele sind denn hier in dem Haus, bitte? Also ich höre mindestens zwei noch. Kurz mal nachladen. Da ist er. Oh ja, da kommt der zweite. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Wo wollen die denn jetzt hin? Habe ich den schon geplündert? Ja, den habe ich schon. Gott, dann machen wir es halt auf die grobe Art. Meine Güte. Der verträgt aber auch eine ordentliche Ladung, muss man sagen, hier. So, wie sieht's aus? Hunger haben wir immer noch. Wir müssen mal langsam gucken, dass wir auch irgendwo ein Nachtlager aufschlagen. Ach, hier kann man auch noch reinschauen. Da ist nichts drin. Also mindestens einer ist noch hier. Den werden wir aber jetzt nicht mit dem Messer und auch nicht... Hier gehe ich dann auf Nummer sicher. Ah, es sind ein paar mehr sogar noch. Oha. Oha. Schnell raus. Jetzt hänge ich hier fest. Ist nicht wahr. Ich hänge hier fest. Ach, da hänge ich fest und es kostet mich natürlich wieder Gesundheit. Ist nicht wahr. Oh, knapp die ganze Geschichte hier. So, Faxendicke. Ich wollte es auf die einfache, nicht auf die einfache, aber auf die schnelle, auf diese stille Tour machen. So. 6 Schuss verbraucht. Da waren also noch ein paar drinne. Aber jetzt ist Ruhe. So, mal nachladen. Also die halten schon eine ganze Ladung aus, die Jungs hier. Das muss man mal sagen. Gut. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Drei Kartoffeln. Ah, hier, guck mal, da haben wir noch was zu essen. So, also wenn ich jetzt richtig zähle, waren das 6 oder 7 Zombies? Müssten das gewesen sein. Hier gibt's auch nichts. So, hier müsste ja jetzt alles leer sein. Also es dürften keine Zombies mehr hier sein.
Mensch, das muss man mal sagen. Ein Brett, das können wir nicht nehmen. Hier oben auch nicht. Das auch nicht. Hier ist ein kleiner Nachttisch. Aber auch nicht. Hier vielleicht, da ist auch nichts. Ah, ich bin da gerade rangekommen, ne? So. Mal die Axt wieder raus. Muss der zum Zacken gehen? Ah, geht nicht. Aber das geht. Das Schränkchen. Ja, guck mal. So ein großer Schrank gibt einen. Und der gibt hier gleich 10 von den Dingern. Ja, also muss man sagen. Hat sich gelohnt. Kann man hier noch irgendwas auseinandernehmen? Ne, hier nicht. Den Tisch vielleicht? Auch nicht. Diesen Tisch auch nicht. Gott. Gehen wir mal runter in den Keller. Gott, das ist aber ein Riesenhaus hier. Der Nebel kommt. Das ist natürlich schlecht. Ganz schlecht, wenn der Nebel kommt. Müssen uns ein bisschen beeilen. Oh, ist noch ein Koffer. Wow, wie groß ist denn das Ding hier noch? Steht nichts. Ist auch nichts. Oh, da auch noch 2 Truhen. Oh, die kriege ich jetzt aber nicht alle mit. Gut, dann müssen wir nochmal zurück zur Base. Und müssen dann erstmal die ganzen Schränke mitnehmen und die ganzen Truhen mitnehmen. Hier, das ist ja ein Schlaraffenland. Hier, eine Statue. Können wir die vielleicht mitnehmen? Einschmelzen hier. Wieso kann ich diese Kupferstatue nicht mitnehmen? Gott, also den Koffer könnte man mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch alles rauf. So, mal kurz gucken. Stellen wir mal kurz hier ab. Hier drin waren wir hier schon. Ja, hier haben wir ja die Nachtschränke und allem. Die Schränke haben wir auch nachgeguckt. Okay, ja. Also den Koffer kriegen wir noch mit. Vielleicht noch die Kisten. Ah, das glaube ich nicht. Einfach mal probieren. Da haben wir auf jeden Fall eine Schutzweste. Equip. West Armor. Jetzt fehlt uns der Helm, ne? Okay, na gut. Moment, wir müssen hier lang. Okay.
Da ist auf jeden Fall irgendeiner draußen. Aber vielleicht können wir uns eine Stunde hinlegen. Wir könnten es ja mal testen. Ah, das ist mir zu gefährlich. Hier hinten irgendwo versteckt. Aber warum sollte ein Zombie hier reinrennen? Hier hinten in der Ecke. Hier sollte mich doch gar keiner finden. Ich schlafe mal eine Stunde. Ah, oh, seht doch, geht doch. Noch eine Stunde schlafen. So, der Nebel ist vorbei. Und jetzt können wir noch die restliche Kiste auch noch mitnehmen. Na, will er nicht hoch? Jetzt hängt er wieder fest hier. Ich setz die mal wieder ab, die Kiste hier. Gott, jetzt geht das doch. Das wäre natürlich auch eine Idee. Die Kisten in der Tür stehen lassen. Normalerweise dürften ja die Zombies nicht drüber kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. So als quasi als mobile Barrikade. Müsste eigentlich funktionieren. Da hinten ist noch einer. Wieso ist eigentlich ein Zombie? Ah, okay, der ist jetzt gestorben. So, den packen wir mal oben drauf. So, geht doch. Nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen. Mal schauen, geht's noch? Ja, es geht noch. So. Ja, geht, ne? Noch ein bisschen anheben. Müssen wir ihn noch so machen. Oh, das, ja, es geht besser, ne? Also, Türmchen bauen hier. Gut, aber passt, wackelt und hat Luft. Ja, Leute, damit sind wir auch schon wieder an der nächsten Folge, oder an der nächsten Folge natürlich nicht, sondern am Ende dieser Folge angekommen. Und wenn es euch gefallen hat, ne, dann wisst ihr Bescheid. Geht mal auf meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat, und dann könnt ihr ja mal vielleicht ein Like geben oder einen Kommentar schreiben oder ein Abo dalassen. Würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.